Ja, ich möchte meine Bemerkungen in drei Punkte aufgliedern. Und zwar möchte ich sagen, zum einen, es ist mir sympathisch. Zweitens, ich finde einiges fraglich. Und drittens, manches sehe ich problematisch. Mit dem Sympathischen ist es am einfachsten. Wenn man sich anguckt, wie die Lebenswirklichkeit von Arbeitslosen, Erwerbslosen aussieht, die Nötigungen durch das Arbeitsamt, die Überprüfungen, die Bedarfserhebungen, das ist schlicht menschenunwürdig. Diese Feststellung muss man treffen und dafür muss man auch eine Antwort suchen, wie kann man diesen Menschen menschenwürdig helfen. Damit komme ich aber auch schon ein Stück zu dem Fraglichen für mich. Ich sag mal so, ich kann mir eigentlich eine entwickelte demokratische Gesellschaft, ich sag mal in Kurzform, auch wenn es ein bisschen altmodisch ist, eine sozialistische Gesellschaft ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt nicht vorstellen. Das ist das Mindeste, was so eine Gesellschaft leisten muss. Nur, die haben wir nicht. Wir haben keine sozialistische Gesellschaft. Und ziehen wir an der Stelle nicht vielleicht das Pferd von hinten auf, dass wir etwas, was das Ergebnis von langen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen sein müsste, jetzt als erstes fordern und dass wir es manchmal so fordern, dass ich den Eindruck habe, als hätten manche Vertreter da so den Stein der Weisen gefunden, so den Schlüssel, mit dem man wie eine Zauberei alle sozialen Probleme lösen kann. Das lässt mich fraglich, lässt mir die Sache fraglich erscheinen. Wir wissen eigentlich aus den Gesellschaftswissenschaften der letzten 100 Jahre, kann man schon fast sagen, dass die Gesellschaft ein arg komplexes Ding ist und dass es wahrscheinlich nicht mit der Beantwortung einer einzelnen Frage, Grundeinkommen, ja oder nein, genauso wie es nicht ging mit der Frage, Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Also die Sache ist sehr schwierig, kompliziert, komplex und die Fokussierung, dass das bedingungslose Grundeinkommen da zu einer Lösung führt, bin ich skeptisch. Das dritte sind problematische Punkte. Man kann ja das bedingungslose Grundeinkommen auch als aus einer anderen Perspektive als eine Lohnsubvention sehen. Die Unternehmer müssen einfach nicht mehr so viel Lohn zahlen, weil jeder hat ja ein Grundeinkommen schon. Und ich weiß, in der Diskussion heißt es dann oftmals, durch das bedingungslose Grundeinkommen werden die Verhandlungspositionen gegenüber den Arbeitgebern gestärkt, weil man ja jetzt mit dieser sozialen Sicherheit im Rücken nicht mehr jede Arbeit annehmen müsse. Da bin ich auch skeptisch, weil ich vermute, das läuft darauf hinaus, dass die Auseinandersetzung um Bezahlung und um Arbeitsbedingungen individualisiert wird. Was wir aber brauchen, um gesellschaftliche Veränderungen wirklich in Gang zu setzen, nachhaltig in Gang zu setzen, ist eine kollektive Interessenvertretung. Eine kollektive Interessenvertretung, die zum Beispiel über Forderungen nach einer anderen Verteilung von Arbeitszeit, über Forderungen nach Mindestlohn, über Forderungen nach Ausbildungsplätze und so weiter, eine Verhandlungsmacht schafft, die direkt auf die Gestaltung der Arbeit sich auswirkt und nicht einfach nur Fluchtmöglichkeiten für Einzelne schafft, die sagen, na dann macht ihr euer Ding allein. Deswegen meine Haltung dazu, sympathisch, fraglich, problematisch. Ich selber bin moderater Vertreter des Grundeinkommens. Ich denke, das Grundeinkommen eingebaut in eine aktive, offensive Wirtschaftsreform, wie Sie sie beschrieben haben, ist meines Erachtens ein vernünftiges Element, um diese aktive Wirtschaftsreform durchzusetzen. Nur alleine dadurch kann das Problem, das ich jetzt, das mir geht, nicht gelöst werden, nämlich wie können Menschen in die Lage versetzt werden, ihre Potenziale in die Gesellschaft einzubringen. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht wollen. Also die Frage der Reziprozität hängt dann, wenn ich sage, die wollen nichts beitragen, wollen nur was kriegen, sondern das Problem ist ja, sie haben Potenziale und sie können diese Potenziale nicht einbringen. Und diese Potenziale, bei Hannah Arendt heißt das, also dass ich merke, ich kann kooperieren mit jemandem. Das macht unheimlichen Spaß, wenn ich mit meinen Studenten und meinen Kollegen kooperieren kann. Das ist für mich ein Glücksgefühl. Oder wenn ich merke, ich kann was entwerfen, was herstellen, also eine Tätigkeit ausführen. Und diese Momente,
die machen doch das Leben aus. Das ist der Zugang und der muss erreicht werden. Das Grundeinkommen kann das gar nicht. Das Grundeinkommen nützt dazu, dass jemand nicht stigmatisiert wird, wenn er momentan keine Arbeit hat oder durch irgendwelche Dinge ausgegrenzt wird. Also es geht darum, offensiver zu denken. Der Kontext des Grundeinkommens geht eher an den freien Bürger, der sich so in der Öffentlichkeit bewegt oder wie du das in einem Aufsatz schön geschrieben hast, Roland. Auch der freie Bürger muss freie Valenzen haben, um politisch tätig zu sein. Das nützt nämlich auch nichts, wenn der dadurch dann 70 Stunden am Tag tätig ist, sondern das ist auch für seine Familie, für ihn selber und für alles nicht gut. Deshalb ist das Grundeinkommen dort wirklich wichtig für uns. Währenddessen für Menschen, die an diesem Bereich sind, wo sie ihre Potenziale nicht einbringen können, dort ist das Grundeinkommen keine Lösung. Und deshalb würde ich Ihnen zustimmen, für diese offensive Wirtschaftstätigkeit, also ich bin sehr für Modelle der Arbeitszeitverteilung, also Sabbaticals und dergleichen, dass Arbeit sinnvoll verteilt wird, aber ich bin nicht gegen Grundeinkommen. Das Grundeinkommen hat dort seinen Platz, destigmatisierend zu wirken und eine gewisse Sicherheit zu geben, und deshalb bin ich moderat für das Grundeinkommen. Es ist natürlich eine Fehleinschätzung, dass jemand behauptet, das Grundeinkommen wird alle Probleme lösen. Wunderwaffe war hier das Thema. Alle Probleme lösen. Ich habe vorhin explizit auf Erich Fromm hingewiesen, das findet man auf vielen anderen Grundeinkommensansätzen, dass das Grundeinkommen ein Baustein der Transformation der Gesellschaft ist. Ich habe von Demokratisierung der Wirtschaft und des Finanzwesens gesprochen. Da sind wir bei der Eigentumsfrage. Da geht es ja nicht nur um Eigentumstitel rechtlicher Art, sondern es geht um die tatsächliche Verfügung. Wer bestimmt eigentlich was, wie überhaupt produziert wird? Was produziert, wie produziert wird. Das gehört selbstverständlich zu dem Konzept dazu. Ich behaupte nur, dass das bedingungslose Grundeinkommen diesen Prozess mit rege unterstützt, weil es erstens freie Zeiten für diese Möglichkeiten der Mitbestimmung ermöglicht und zweitens Erpressung und Nötigung über Existenznot und Teilhabeausgrenzung zurücknimmt. Arbeitszeitverkürzung als Thema. Die Debatte, die wir in 86er Jahren gehabt haben, war immer gekoppelt Grundeinkommen und Arbeitszeitverkürzung. Ich habe es mit André Gorz gebracht. Arbeitszeitverkürzung im Sinne Recht auf Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit und Recht auf Multiaktivität, Grundeinkommen, öffentliche Räume herstellen, um eigenes Arbeiten im Leben auszuprobieren. Lernorte sozusagen. Es gehörte immer zusammen. Und alle Umfragen, Vollzeitbeschäftigte betreffend, die sagen, wie würdest du denn deine Arbeitszeit verkürzen und wenn, wie könntest du das materiell absichern, heißt erstmal eben keine kollektive Arbeitszeitverkürzung, sondern individuelle. Da kommt das Freiheitsmoment ganz stark, weil ein Mensch, der Familien hat, wird eher auf Teilzeit in der Woche setzen. Ein Blaschke wie ich, der Single ist, wird eher sagen, ich bin mal auch ein Vierteljahr und dann gehe ich ein Vierteljahr nach Indien, beispielsweise, und lerne dort, was weiß ich auch immer. Und dann war die Frage der Ermöglichung. Wir haben festgestellt, 60% der befragten Vollzeitbeschäftigten sagen, wenn es dafür einen Lohnausgleich gibt in einer bestimmten Höhe, bei der Arbeitszeitverkürzung würde ich sofort kürzer treten und Erwerbslosen quasi freie Plätze aufmachen. Das kann ich auch ganz klassisch mit dänischen Modellen des Job Rotations verbinden, also Bildungsmaßnahmen, Angebote für Erwerbslose, um in dieser Zeit auf diesen Job zu kommen. Was ich damit sagen will mit diesem Beispiel, bei einigen Beiträgen habe ich herausgehört, als ob es dort Mindestlohn, dort Arbeitszeitverkürzung, dort Demokratisierung der Gesellschaft und da das Grundeinkommen gebe. Das ist so nicht wahr. Diese Dinge haben einen gewissen Zusammenhang in linken Grundeinkommenskonzepten, ganz eindeutig.